In unserer Interviewreihe der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl ist heute Helga Krismer, die Landessprecherin der Grünen, zu Gast bei ORF Niederösterreich-Chefredakteur Robert Ziegler. Sie pocht auf die Rolle der Grünen als einzige echte Kontrollpartei, wie sie sagt. Auf ein konkretes Wahlziel lässt sie sich aber nicht festlegen. Frau Krismer, 2013 haben die Grünen bei der Landtagswahl mehr als 8% der Stimmen erreicht. Bei der Nationalratswahl im Herbst sind es dann in Niederösterreich 2,7 gewesen. Welche Konsequenzen haben Sie denn daraus bisher gezogen? Ja, der 15. Oktober hat die Welt ein wenig durcheinander gebracht bei den Grünen. Jetzt ist alles anders. Wir sind bemüht, mit ganz einfachen, klaren Angeboten wie ein 365-Euro-Ticket dafür, dass wir für Kontrolle weiterkämpfen wollen in Niederösterreich und auch mit dem Angebot, dass wir uns einsetzen für gesunde Lebensmittel, gesunde Böden, Stopp mit dem Glyphosat. Und mit diesen Themen wollen wir jetzt am 28.01. die Welt wieder so ins Lot bringen, dass uns die Menschen vertrauen. Bleiben wir noch einmal bei den Auswirkungen. Da gab es ja auch finanzielle Auswirkungen. Wie sehr hat es die Grünen in Niederösterreich getroffen, dass die Bundespartei nicht nur im Nationalrat ist und dass sie jetzt auch ihr Wahlkampfbudget deutlich reduzieren mussten? Ja, die Grünen gehen jetzt in diese Wahl mit einem Budget von 700.000 Euro. Das ist in der Fläche dieses Landes ein wirklich sparsames Budget. Und da muss man kreativ sein und effizient. Das machen wir mit sozialen Medien, das machen wir mit direkten Kontakten, mit sehr vielen Hausbesuchen. Die Messlatte ist ja trotzdem bei allen Parteien, die bei einer Landtagswahl antreten, das Ergebnis des letzten Mals, also 8%. Jetzt trauen wahrscheinlich nicht einmal Sie selbst von 8% zu sprechen. Alle sprechen davon, schaffen es die Grünen denn überhaupt noch? Also schaffen die wenigstens 4%. Was ist denn da passiert? Ich finde es immer spannend, wie Menschen aus der Medienwelt darauf herumtreten. Die Grünen sind jetzt in Niederösterreich bemüht, dass sie wieder gefestigt sind, dass wir eine starke Stimme sind. Und ich sage Ihnen auch, warum. Es ist wichtig in Niederösterreich, wenn ÖVP, SPÖ und die Freiheitlichen, und das ist fix, in der Landesregierung sind, dann braucht es im Landtag ein Gegenüber, ein kämpferisches Gegenüber, das darauf schaut, dass die Dinge ordentlich abgewickelt werden, dass kein Steuergeld verschwendet wird und dass es auch bei den großen Fragen, wie bei einer Klimakrise, ganz konstruktiv weitergeht, sodass wir nicht an die Wand donnern. Eine Frage noch zum Wahlkampf. Am Anfang sind Sie ja mit einem Star Wars-Video aufgefallen. Die restliche Plakatserie, die ist dann wesentlich herkömmlicher gewesen. Ist Ihnen dieser Star Wars-Auftritt dann doch etwas zu schräg gewesen? Es ist ein wahnsinnig tolles Video gewesen. Mit ganz klaren Botschaften sind wir mit einem Video an vor allem junge Menschen und Junggebliebene herangetreten. Und das ist wahnsinnig gut angekommen. Was hier sonst diskutiert wurde, ist, und ich sage es, was es ist, ein indirektes Dirty Campaigning der ÖVP. Wir werden bezichtigt, etwas Illegales gemacht zu haben und dass wir Koten sind. Die ÖVP ärgert sich, dass das so gut angekommen ist. Und genau mit der Kreativität und den klaren Angeboten haben wir dann auch ja weitergemacht. Ja, warum sind Sie denn nicht auf dieser Wahlkampflinie, auf dieser etwas auffälligen Wahlkampflinie geblieben, sondern die Plakate sind ja jetzt ganz herkömmlich? Die sind doch nicht herkömmlich. Draußen steht, die Grünen, bitte lasst die Grünen für Sie, für die Wählerinnen und Wähler weiterkämpfen, damit es gut weitergeht in diesem Land, damit kontrolliert wird. Und da brauche ich jede Stimme. Ich wüsste nicht, was da herkömmlich ist. Kommen wir zu den Themen des grünen Wahlkampfs. Ein Thema ist natürlich der Klimaschutz. Und wenn man sich jetzt in Niederösterreich anschaut, da wird gesagt, der Strom kommt zu 100% aus erneuerbarer Energie. Niederösterreich ist, so hat gestern IG Windkraft festgestellt, das Land mit den meisten Windräderzuwachs. Man könnte ja sagen, was das betrifft, ist doch Niederösterreich bestens dastehend. In diesen Fragen geht es vor allem darum, dass der größte Verursacher, das ist der Verkehr. Ich gehöre wahrscheinlich zu jenen, die sich unter einer Tonne CO2 auch nichts vorstellen können. Ich kann mir aber viel darunter vorstellen, wenn wir den Menschen ein klares Angebot machen, dass sie aufs Auto verzichten. Und das ist mit einem günstigen Ticket, so wie mit dem 365-Euro-Ticket und mit ausgebauten Regionalbahnen und mit einem besseren Bustakt. Das 365-Euro-Ticket, das gibt es bisher in Wien und in einem recht kleinen Bundesland, nämlich in Vorarlberg. Viele sagen in Niederösterreich, in einem Flächenbundesland, sei das nicht umsetzbar und nicht finanzierbar. Was würde es denn kosten, ein 365-Euro-Ticket in Niederösterreich flächendeckend umzusetzen? Die ÖVP rückt die Zahlen nicht heraus.
Wir haben es uns angesehen und sind auf ca. 80 Millionen Euro im Jahr gekommen. Das hat damals die ÖVP nicht bestritten, das wird die Größenordnung sein. Aber wenn ich daran denke, dass uns ein Kreisverkehr ein größerer kostet oder eine Umfahrung wie in Mistelbach, all diese Umfahrungen zusammen kosten fast eine halbe Milliarde. Also es ist möglich, das zu finanzieren, weil es den Menschen was bringt, ganz direkt, und uns rettet, dass wir an die Wand donnern in der Sache Klimakrise. Kommen wir zurück zum Wahlkampf. Sie haben in diesem Wahlkampf ja neue Konkurrenz bekommen, nämlich die NEOS. Für wie gefährlich halten Sie die NEOS für die Grünen? Ich habe mir schon überlegt, was hätte sich geändert, wenn jetzt die NEOS im niederösterreichischen Landtag vertreten sind. Ich bin dann zum Schluss gekommen, dass gerade in der Angelegenheit Glyphosat oder was den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern auch wichtig ist, dass man gegen CETA, gegen TTIP auftritt. Und es ist auch manchen wichtig, eigentlich vielen wichtig in der Ostregion, dass man gegen die dritte Piste ist. Und die NEOS wären hier gemeinsam mit der ÖVP und mit den Freiheitlichen in diesem Block, die genau diese Dinge gut finden. Also in Sachen echte Kontrolle, weil ich dieses Land kenne und die ÖVP kenne, dann ist mein Angebot, dass man bei den Grünen und bei Helga Kiesmer gut aufgehoben ist. Sie haben bei der Zweitwohnsitzerregelung, die jetzt neu ist bei dieser Wahl und wo auch die Bürgermeister ein gewichtiges Wort haben, so ein bisschen in den Raum gestellt, da könnte es eine Wahlanfechtung geben. Wie realistisch ist denn das, dass die Grünen die Wahl anfechten? Das behalten sich die Grünen offen, wie alle anderen auch. Was Sie ansprechen ist, dass in Sachen der Zweitwohnsitzer in der Tat die ÖVP wieder einmal alleine entschieden hat, wer in Niederösterreich wählen darf und wer nicht. Und auf das habe ich bereits Mitte des Jahres darauf hingewiesen. Die ÖVP, wie immer, hat nicht darauf gehört und habe daher auch gesagt, es besteht in der Tat eine große Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Wahl anfechten könnte. Was ist denn jetzt das konkrete Wahlziel der Grünen? Sie sind ja die einzige Partei, die sich da nicht so genau festlegt. Sind es die 8% zum letzten Mal oder sind es die 4%? Für die Grünen ist das eine sehr entscheidende Wahl. Und da geht es nicht um Prozente. Ich möchte eine starke Stimme sein. Es ist ein Unterschied, ob Sie mit 4 Mandataren oder mit 2 vertreten werden. Schauen wir, was wird. Also der Einzug, mit dem sind Sie schon zufrieden? Ich bin mit jeder Stimme, die die Grünen bekommen, die uns vertrauen, zufrieden und freue mich darüber. Danke für das Gespräch. Danke auch.